Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, vor 2 Wochen hat der Landwirtschaftsminister das Erosionskataster Mecklenburg-Vorpommern öffentlichkeitswirksam vorgestellt. Vor 5 Jahren genau gab es einen schweren Unfall auf der A19 mit über 80 Fahrzeugen. Dabei kamen 8 Menschen ums Leben und 130 wurden verletzt. Neben dem Sandsturm vor Ort ist die Tragödie nach Aussagen der Gerichte auch auf zu hohe Geschwindigkeit einzelner Fahrzeugführer zurückzuführen. Die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen nimmt diesen Jahrestag zum Anlass, um eine Aussprache über den Bodenschutz in Mecklenburg-Vorpommern auf die Tagesordnung des Landtages zu setzen. Ich persönlich halte dieses Vorgehen sowohl im Gedenken an die Opfer als auch an deren Angehörige für bedenklich. Meine Damen und Herren, in keinem anderen Land der Europäischen Union ist der Boden so gut geschützt wie in Deutschland. Sowohl das Bundesbodenschutzgesetz als auch das Landesbodenschutzgesetz von Mecklenburg-Vorpommern legen Verpflichtungen und Maßnahmen zum Schutz des Bodens fest. Für die Landwirtschaft sind weitere Regelungen im Bereich der guten fachlichen Praxis zum Schutz des Bodens fixiert. Hierzu zählen unter anderem die Vermeidung von Bodenverdichtungen, Bodenabträgen sowie Bodenerosion, aber auch die Veränderung von Bodenverlusten durch Infrastrukturmaßnahmen oder gezielte Entsiegelung von bebauten Flächen. Bereits im März des vergangenen Jahres haben wir hier im Hause einen Antrag meiner Fraktion zum Schutz des Bodens, Lebensgrundlage sichern, Boden schützen, debattiert. Damals haben wir festgestellt, dass der Boden in Mecklenburg-Vorpommern durch weitere Maßnahmen geschützt werden soll. Hierbei sollten im Wesentlichen die Bearbeitung der Böden durch standortangepasste Nutzung und die Vermeidung der Bodenerosion durch angepasste Bewirtschaftung bzw. naturbetonte Strukturelemente im Vordergrund stehen. Mit der Vorlage des Bodenerosionskatasters ist Mecklenburg-Vorpommern bundesweit Vorreiter. Jedem leuchtet ein, dass man zunächst die Daten erheben und auswerten muss, um geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Weshalb die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zu der Auffassung gelangt, dass der Bodenschutz in Mecklenburg-Vorpommern brach liegt, vermag ich nicht nachzuvollziehen. So hat sich meine Fraktion in der Vergangenheit immer wieder dafür eingesetzt, dass die Sanierung devastierter Flächen als Ausgleich für Eingriffe in den Naturhaushalt berücksichtigt werden kann. Des Weiteren haben wir mit der Ökokontierung eine Regelung gefunden, die den Verbrauch von Böden mindert. Rechtliche Regelungen gibt es unseres Erachtens zur Genüge. Nunmehr gilt es, durch geeignete Maßnahmen Bodenverdichtung während der Bearbeitung der Böden, Bodenabträge durch standortangepasste Nutzung sowie Bodenerosion durch angepasste Bewirtschaftung zu verhindern. Nach Auffassung meiner Fraktion soll auch im Rahmen des Bodenschutzes die Nutzung im Vordergrund stehen. So kann der Boden zum Erhalt der Ernährungsgrundlage, der Artenvielfalt
und des Gewässerschutzes beitragen. Meine Damen und Herren, der Boden ist nach wie vor eine knappe Ressource, die nicht vermehrbar ist. Böden entstehen über lange Zeiträume und der Bodenbildungsprozess schreitet unentwegt voran. Im Schnitt dauert es rund 100 Jahre, bis ein Zentimeter Boden entstanden ist. Der Bodenbildung stehen Prozesse wie Gewitter, Niederschläge, trockene Winde gegenüber, die in wenigen Minuten bis Stunden imstande sind, große Mengen Boden abzutragen und die natürliche Bodenfunktionalität zu beeinträchtigen. Bodenverdichtung oder eine schleichende Versauerung führen zu weniger offensichtliche Beeinträchtigung. Aber auch sie sind imstande, die Produktivität unserer Böden nachhaltig einzuschränken. Gerade vor dem Hintergrund, dass Böden Lebensraum und Lebensgrundlage zahlreicher Organismen sowie Grundlage der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung sind, gilt es, die Böden zu schützen. Böden fungieren als Klimasenke, Wasserfilter und Nährstoffspeicher. Die Böden sind Bestandteil von Stoffkreisläufen. Sie haben Filter, Puffer und Stoffumwandlungsfunktionen. Kurzum, sie sind Grundlage des Lebens. Umso mehr verbietet es sich, den Erhalt der Böden als Grundlage des Lebens mit der Tragödie vom 8. April des Jahres 2011 medienwirksam in Szene zu setzen. Schon damals wurde schnell klar, dass die lang anhaltende Trockenheit und der noch fehlende Bewuchs sowohl auf dem Acker als auch an deren Rändern die Ursache des Sandsturms an der A19 waren. Völlig fehl am Platze ist es, hier zu versuchen, den Landwirten oder der Landesregierung den schwarzen Peter für die damalige Tragödie zuzuschreiben oder zuzuschieben. Dankeschön. Danke, Herr Schütt, und das Wort hat